Hallo Leute, willkommen bei The Wandering Village. Dies ist Teil 5 und heute erscheint das Spiel bei Steam. Soweit ich weiß, um 18 Uhr. Also dann könnt auch ihr es alle spielen. Das ist doch toll. Ja, ich durfte es hier schon ein paar Tage früher spielen. Vielen, vielen Dank für den Vorab-Key. Und wir kommen jetzt, glaube ich, gleich in die erste gefährliche Wolke. So. Wie ihr hier sehen könnt, ist es ein Dorfbauspiel. Ich nenne es mal nicht Städtebauspiel, denn das sieht jetzt nicht nach Stadt aus. Wir leben auf einem großen Dinosaurier. Und diese Dinosauriers namens Onmu sind schon fast ausgestorben. Aber einen haben wir noch gefunden und der hat so einen großen Rücken, dass wir darauf leben können. Und leider ist die Welt ganz vergiftet. Und da laufen wir auf unsere erste Sporenzone zu. Kleiner Giftwald. Ein kleiner Wald voller befallener Pflanzen erhöht die Giftigkeitsstufe und lässt giftige Pflanzen auf Onmus Rücken wachsen. Gruselig, sage ich euch. Gruselig. Ja, das ist sozusagen die große Schwierigkeit in dem Spiel. Und ich sehe, Onmu ist außerdem müde. Wenn er sich da jetzt zum Schlafen hinlegt, dann sieht's ganz übel aus. Ich hoffe, dass er entweder jetzt gleich schläft. Onmu, bist du nicht super müde? Ich probiere mal Platz. Aber er... Oh, er akzeptiert meinen Befehl, ja. Das ist gut. Leg dich schön hin und schlaf. Hat er wahrscheinlich akzeptiert, weil er sich sowieso schon so müde gefühlt hat. Wunderbar. Da können wir hier auch noch ein bisschen arbeiten, bevor es ernst wird. Ja, schlaf ruhig ein bisschen ein, Onmu. Gähnen, ganz laut gähnen, das hilft. Und dann einschlafen. Tut er aber. Vielleicht ist er dazu noch nicht müde genug. Das ist nicht gut. Ja, so müde bist du. Schlaf ruhig ein bisschen. Tja. Wenn da ist jetzt ein Pfeil, heißt es, dass es mehr wird. Onmu-Müdigkeit 74. Dann war das möglicherweise ein Fehler, ihn zum Hinsetzen zu überreden. Weil die Müdigkeit steigt. Ach, Onmulein, dann geh doch lieber wieder. Nicht, dass du noch ganz müde wirst beim Rumsitzen. Und dann in der im Giftwald einschläfst. So, jetzt gucken wir mal hier dieses Katapult. Okay. Wir hatten doch schon. Das war doch schon fast voll, um ein Futter zu produzieren. Hier ist schon ein Futter. Oh, das ist gut. Wir könnten mal ihn füttern. Erstmals. Weil dann vertraut er uns besser, hoffe ich. Und dann können wir ihn vielleicht zum Rennen animieren. Aber das ist jetzt schon sehr kurzfristig. Schafft ihr das, Leute? Das Onmu füttern. Bevor wir in die Giftwolke kommen. Anscheinend nicht. Oh, jetzt kommt die Giftwolke. Ich hätte ihn jetzt gerne zum Rennen animiert. Da ist es jetzt. Leicht vergiftete Luft. Ist alles noch nicht so schlimm, aber ich probiere mal, ihn rennen zu lassen. Onmu ist gerade.
Ja, ich weiß, das hat mich veranlasst. Wird denn das was? Und jetzt soll ich alle giftigen Pflanzen zerstören. Und jetzt ist er super müde. Nein, 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 nein. Jetzt wird gefüttert. Da fliegt der Ball. So. Okay. Und jetzt lauf, lauf. Und jetzt vertraut er meinem Befehl nicht. Und er gähnt. Ich hab's völlig verbockt. Na, dann geh wenigstens weiter. Und wir kümmern uns jetzt hier mal um die Sachen. Und zwar um die giftigen Pflanzen. Da. Das mache ich jetzt hier. Erstmal werden die markiert. Obwohl, nee, ich mache das so, dass ich die erstmal einzeln anwerfe. Um dann auch gleich die Priorität zu setzen. Zumindest hier im vorderen Bereich. So. Und hier, die stelle ich alle an zu Erntern. Damit die alle mit Eifer ernten. Denn wir haben ja noch keine Kontaminatoren. Dekontaminatoren. Darum müssen die Ernter das erledigen. Und hier brauchen wir einen zweiten Doktor. So. So. Jetzt tut sich irgendwo aus. Ich denke aber, wir sind außerhalb von der gefährlichen Zone. Ja, hier ist jetzt auch keine Giftigkeit mehr. Sehr gut. Hier ist noch was. Das hat schon die hohe Priorität. Gut. Ob ich sie jetzt alle erwischt? Jetzt müssen sie fleißig arbeiten. Ihr könnt dann gleich los, wenn ich hier alles markiert habe. Ja, das ist soweit in Ordnung. Ja, ist kein schlimmer Befall. So. 7 von 0. Du ja. Okay. Das gucken wir dann später nochmal an. Und jetzt schicke ich die erstmal los. Und da sind Leute und hier ist Ombu-Essen. Ich denke mal, wir wollen vor allem Leute. Also gehen wir mal nach Norden. Ach, Ombu vertraut den Befehlen immer noch nicht. Und ich lasse nochmal Steine sammeln. Pilze lasse ich einsammeln. Jetzt gucken wir mal hier. 5 Pflanzen sind es noch. Die hier, da ist wohl das Lager voll. Dann sollte ich vielleicht noch ein zusätzliches Nahrungsmittellager bauen. Aber erstmal kümmern wir uns jetzt hier um die Bekämpfung. Da sieht man es. Die hauen dann so ganz wild ein auf die verseuchten Bäume. Und dann sind sie irgendwann weg. Ja, machen sie doch ganz gut. In der Demo war das so, dass ich mit der Arbeit von den Dekontaminatoren überhaupt nicht zufrieden war. Die sind immer nur hin und her gerannt.
Aber hier die Ernter, die haben das ganz ordentlich erledigt. Und als ich das mal kapiert hatte, lief es dann auch besser. Und ich denke mal, die Dekontaminatoren, die kriegen das auch gut hin, wenn nur ein bisschen Befall ist und wenn das in ihrer Nähe ist, dann machen die das, ohne dass man ihnen das extra sagen muss. Oh, sehr gut, neue Steine. Gleich mal die nächste Aufgabe. Jetzt haben wir 93 Steine. Ich lasse mal in den Wald gehen. Oder hier, der ist schöner. Jetzt sind sie schnell wieder da. Und da kann man auch Holz oder Pilze finden. Und Pilze brauchen wir ja auch. So. Hier. Komm herbei. Lieber Helferich. Und zerstöre die letzte Giftpflanze. Jawohl, immer ordentlich drauf einboxen. So, jetzt weiß ich gar nicht, was ich in dieser Folge schon alles gesagt habe. Außer Bravo, ihr habt das erledigt und so. Aber ich meine jetzt, ja, dass das Spiel heute erscheint, habe ich bestimmt schon gesagt. Und habe ich schon gesagt, dass ich das eventuell heute Abend auf Twitch streamen will, was ja irgendwie sehr verrückt ist für mich, weil ich das ja sonst nie tue. Und zwar wegen der Twitch-Integration. Jetzt baue ich hier erstmal ein zusätzliches Nahrungsmittellager. Mal gucken. Das hier ist voll mit den Beeren, ja. Dann mache ich hier eine Küche und ein Nahrungsmittellager. Damit die... So. So. Und Silo. Ah ja, das ist die Nahrungsmittellager. Genau, sehr gut. Damit die Beerensammler wieder arbeiten können. Die arbeiten nämlich gar nicht. Und die zusätzlichen Beeren gespeichert werden können. Oh, entferne Pflanzen und Ressourcen von der Baustelle. Ja, mach das mal. Esst die mal, die Beeren. Ich lasse die Küche mal Beeren verarbeiten. Polenta gibt es auch. Dann gehen die schneller weg, die Beeren. Das ist dann eine temporäre Abhilfe. So. Ah, also ich war dabei, dass ich das eventuell bei Twitch streame. Denn die haben was eingebaut, dass eine Twitch-Interaktion, dass die Leutchen, die hier einziehen neu, die kriegen dann die Namen von den Chat-Teilnehmern. Und außerdem könnt ihr als Chat-Teilnehmer bestimmen, ob diese Richtungsangaben von mir, also wenn ich hier so sage, geh nach Süden und oder nach Norden, ob die dann berücksichtigt werden oder nicht. Ich glaube, ich kann hier schon die nächsten... Ja, dann geht doch nochmal los. Und was haben sie gefunden? Holz haben sie mitgebracht. Das ist gut. Ja, und das Feature finde ich so cool, dass ich mir dachte, na, dann kann ich das doch mal ausprobieren. Und das wird wahrscheinlich heute so gegen 22 Uhr sein. Mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Ich habe schon vor 3-4 Jahren mal auf Twitch gestreamt. Also es hat schon mal geklappt.
Ja. Aber ich muss es halt erstmal ausprobieren. Werdet da sehen. Ich werde es übrigens in meinem Discord und in meinem auf meinem Twitter-Account announcen. Hier auf YouTube darf man das ja nicht announcen, weil es die Konkurrenz ist. So. Ob ich nochmal einen Bärensammler bauen lasse? Ich denke mal, im aktuellen Zustand macht das schon Sinn. So. Und dann weiß ich auch, dass ich dort diese Bärenbüsche wegsammeln lasse. So. Und ihr kommt ihr gut voran. Ja. Sie sind jetzt nicht sehr produktiv, wie mir scheint. Aber ist okay. Da wird man auch glatt mit weniger Feldfläche auskommen. Hier ist es voll der Luftbrunnen. Und hier ist er halb voll. Ja, dann könnt ihr da nochmal auslagern. Ja, hier, die könnte ich wieder zu Alleskönnern machen. Und ich lasse nochmal eine, einen Arbeiterposten bauen. Damit ich das noch besser feinjustieren kann. So, das ist dann auch weg. Denn jetzt kommen bestimmt öfters mal diese Pilzattacken. Und dann möchte ich zumindest hier so im Umfeld des Dorfes möglichst wenig Pflanzenbewuchs haben. Außer natürlich die Beeren, die geerntet werden, und Mutterbäume will ich stehen lassen. Und auf den Feldern, die sind ja auch immer gefährdet, die Pflanzen. Aber dann kann man sich darauf konzentrieren. Hier, die kann man auch mal absammeln und wieder. Der ist noch zu jung, der Pilz. Irgendwann braucht man auch noch ein Materiallager. Ich denke, sollte ich gleich mal in Angriff nehmen. Denn hier passt jeweils nur 30 rein. Und da ist ein schöner kleiner Platz dafür. Na, hier haben sie immerhin schon einiges weggesammelt. Nur der Haufen. Kann ich den priorisieren? Ja. Was machen denn die Bewohner? Ah ja, wir haben Bettenreserven. Das ist gut. Ja, wenn ich dann die Hütten bauen kann. Ich denke mal, dann werde ich hier die Zelte einfach mal abreißen, je zwei, und dann eine Hütte bauen lassen und das Ganze dann auch hier hoch an die Straße rutschen. Und da wir ja aktuell Bettenreserven haben, ist es dann nicht so schlimm, wenn ich zwei Zelte abreiße. So. Das ist gut. Die Bärensammler arbeiten wieder. Sehr fein.
und die Küche ist bald fertig. Und hier wird der nächste Bärensammler errichtet. Ich denke mal, der müsste sich automatisch füllen. Ja, wir haben keine Arbeitslosen mehr. Aber hier ist einer hingegangen. Nee, der ist gleich wieder weggegangen. Jetzt gucke ich mal. Wie viel habe ich hier? Zwei. Zwei. Da wird Zeit, dass neue Leute einziehen. Bei der Ombu-Küche arbeitet, glaube ich, nur einer. Oh, wir haben immerhin zwei Ombu-Futter in Reserve. Das ist sehr gut. Das heißt, wenn Ombu hungrig ist, können wir ihn füttern. Wir könnten ihm auch mal einfach zwischendurch was füttern, um sein Vertrauen zu steigern. So. Oh, die Kundschaft, die haben nichts zu tun. Wunderbar. Wollen wir euch doch gleich mal was zu tun geben. Und zwar... Tja. Ich meine, aktuell wird Holz dringender gebraucht. Aber ich will ja auch, dass die abfällen auf dem Unbu. Na, ich lasse sie trotzdem mal. 21 Stunden. Uiuiui. Tja. Und die Steine. Das sind nur 13 Stunden. Ich lass die mal Steine sammeln. Und forciere hier nochmal ein bisschen Holz abbauen. Ah! Mistsammler. Ja, Mistsammler hätte ich gern. Den will ich mal ausprobieren. So, und hier mache ich mal. Priorisierung. Dann müsste das bald was werden. Dass wir genügend Holz haben. So, und hier auch. Ah, der Arbeiterposten ist auch errichtet. Ja, dann wartet jetzt alles auf mehr Arbeiter. Ich denke mal, da wir hier jetzt aktuell nicht unter Hunger leiden, werde ich den einfach mal lahmlegen. Und hier werde ich ein bisschen umverteilen. So, genau, und ihr werdet dann Transporter. Und dann kann ich das so ein bisschen feintunen. Ah, und hier, die sind voll und da wird nichts reingeladen. Das heißt, anscheinend müssen die Wassertanks direkt neben den Speichern liegen. Dann kann ich dieses hier ja mal abreißen. Mal, was irgendwo so treibt.
Ich versuche noch mal zu befehlen, ihm nach Norden zu gehen. Er akzeptiert den Befehl. Das ist gut. Aber vielleicht... doch, er sagt hier nach Norden, du hast einen Weg ausgewählt. Ich hoffe mal, er geht dann auch nach Norden. Denn hier kommt dann auch der kurze Kälteeinbruch. Das wollen wir ja gar nicht. Und die Kundschafter sind schon wieder da. Dann schicke ich die mal hier hin. Sie haben 10 Steine mitgebracht. Sehr gut. Liebe Kundschafter, es geht gleich wieder los. Ich glaube, man konnte irgendwann mal sehen, wie die da mit so einem Ballon davongeflogen sind. Oh, wir können jetzt Hütten bauen. Das habe ich ja ganz vergessen. Also. Gut. Wir haben keine Steinplatten mehr. Das heißt, dann muss ich das hier wieder in Betrieb nehmen. Und vielleicht besser gleich 2 anstellen. Und hier mal einen entlassen, damit wir hier überhaupt einen reinkriegen. Denn ich glaube, wir brauchen Steinplatten. So, und jetzt... ja, 5 Steinplatten und 5 Holzbretter. Dann lasse ich die hier mal abreißen. Das dauert auch. Ich denke mal, das müssen dann Bauarbeiter machen. Ja, das werden dann die Alleskönner tun. Und von den Angestellten sind 2 untätig. Ich nehme mal an, der Hornbläser. Oh. Ob ich da genauere Infos kriege? Nee, anscheinend nicht. Aber man kann die sehen. Ich meine, den werde ich nicht entlassen. Und den hier auch nicht. Ah, da gucken wir. Lass mal gucken. Ja, warum nicht? Wir füttern mal den Ombu. Weil wir aktuell genügend Futter haben. Und damit Ombu uns lieb mag. Da kommt jetzt so ein Ball. Zack, mit dem kleinen Happen an. Und mal gucken. Das verringert den Hunger um 20% und stärkt das Vertrauen in dich. Sehr gut. Das reicht erstmal, denke ich. Ja, da kommen dann Leute und auch noch eine Futterstelle. Irgendwann gibt es auch dieses Ombu-Streichel-mäßig. Mal gucken. Ombu-Streichel. Das ist ziemlich gut, um das Vertrauen zu stärken. Und hier wird als nächstes der Schlafbefehl empfohlen. Ich
denk mal, ich werde dann stattdessen das Ombu streicheln, erforschen. Weil das kostet auch ein Wissen. Und da möchte ich lieber hier in der Richtung weitergehen. Mit den Ressourcen. Und der Komposthaufen ist auch wichtig. So, ob Ombu da schlafen wird, keine Ahnung. Denn er ist ja eigentlich nicht müde. Also nur sehr wenig müde. Ombu Gesundheit. Die Frage ist, kann man irgendwo das Ombu Vertrauen sehen? Nö. Ah, hier, der Arzt ist untätig. Mal gucken. Wo werden die Kräuter gelagert? Die werden hier gelagert. Oh, wir haben viele Kräuter. Weil was ich dachte, man könnte ja, wenn die Kräuter eher wenig sind, dann den Arzt vorübergehend zum Kräuterbauern machen. Und wenn dann Bedarf besteht, dann kann man den dort abziehen und zum Arzt machen. Aber ich meine, ich könnte ihn auch abziehen und zum allgemeinen Arbeiter machen. Ja, hier wird jetzt gemeldet, dass ein guter Schlafplatz ist. Mal gucken, ob Ombu den nutzt. Und ich glaube, ich riskiere das mal. Dass ich den Dorfarzt lahmlege und hier ein Meer einstelle. Das sind ja auch kurze Wege. Naja, gut, die sind oft ganz woanders. Da muss ich halt, wenn eine blaue Wolke kommt, schon mal vorausblickend den Dorfarzt wieder anstellen. Weil das kann dann ganz wichtig sein. Braucht man vielleicht sogar zwei oder drei. Tja. Ich glaube, ich werde erstmal hier eine Hütte bauen. Das kann ich jetzt gar nicht abwarten. So. Und hier. Na, immerhin. Eine arbeitet da jetzt. Das heißt, wir kriegen jetzt wieder Steinplatten gebaut. Zwei. Also eine Hütte, eine Hütte, eine Hütte. Ja, das passt, wenn ich dann hier noch eine Hütte baue, dann kann ich hier überall Hütten bauen. Und dann habe ich sogar Reserven, weil hier passen immer 6 Leute rein. Stimmt das noch? Ja. Und die Produktivität der Bewohner steigt und sie haben einen angemessenen Schutz vor giftiger Luft. Das ist doch gut. Sterben sie auch nicht so schnell, wenn die allgemeine Luft dann giftiger wird. Und dann gibt es noch die Häuschen. Und oh, das ist zwar komfortabel, aber da passen dann nur noch 4 Leute rein. Und steigert auch die Produktivität. Das ist dann also geeignet, wenn man sich's leisten kann, platzmäßig und bautechnisch. Aber die Hütte, die bringt einen echten Vorteil, auch was den Platz angeht. Okay, ich denke, ich mach mal Schluss mit dieser Folge. Und wenn ihr Lust habt, heute Abend im Stream,
wie gesagt, und ich werde es ankündigen auf Discord und Twitch. Und oh, jetzt betreten wir das Bergebiom. Und dieses Let's Play wird unabhängig davon weitergehen. Also ich mache einen neuen Spielstand im Livestream. Und hier geht es einfach mit dem aktuellen Stand weiter. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.